So, dann machen wir mal weiter. Hallo? Und jetzt weiß ich gar nicht mal hier lang. Ganz schön windig hier. Okay, komme ich anscheinend nicht rüber. Hier, ihr was zum Sammeln. Jetzt passt auf. Ich komme da anscheinend nicht. Da geht's auch lang. Ah ja, hier geht's So auch komme lang. ich aus dem Grab raus. Ach so. Haben wir jetzt das Grab schon gemacht oder nicht? Ne. Ja, gut, du kannst ja auch hier hochklettern, ne? Ist ja auch kein Problem. Ich Idiot. Xolotl, Gott des Todes. Ich muss darüber. Gott des Todes. Alles klar, vielleicht sollten wir hier nicht sein. Oh, ich herrsche wieder Hunde. So. Ich muss da irgendwie hinter. Da ist irgendwas. Das ist mein Weg. Hä? So, ich dachte, das schaukelt. Ah ja. Ich hab dich, ich hab dich. Alles gut, alles gut. Dann sammeln wir das mal ein. Hier ist ja nochmal so ein Ding. Kommt eigentlich dieser Wind her? Gerade draußen war es ja nicht so windig, eigentlich. Ah! Wow, ganz ruhig. Da drüben ist eine Blockade. Hm. Wo ist eine Blockade? Da drüben ist eine Blockade. Ah. Kann ich das kaputt machen? Nee, da passiert nichts. Ich brauche mehr Kraft. Ehrlich benötige ich jetzt auch das andere Ding. Das hätten sie auch vorher auch sagen können. Okay, ich glaube, dann kann ich das eh knicken, dieses Grab. Ich muss das irgendwie zerstören. Ah. Okay, ein Moment. Vielleicht brauche ich das doch nicht. Kann ich da was machen? Oh ja. Und jetzt darüber. Oh, ist gar nicht so leicht. Komme ich da irgendwie? Oh nein, da falle ich runter, da falle ich runter. Nein!
Gut, die hätten ein Gewehr gehabt. Sie hat sich jetzt schon wehren können. So ist nicht die schon mal heftigere Stürze runtergefallen. Abgründe. Aber. Toll. Danke für nichts. So. Tja, also da, ich weiß nicht, warum ich da... Oh Mann. Nur so eine Muni-Verschwendung. So, komm her. Jawoll. Okay, das ging. Das hat funktioniert. Ich weiß immer noch nicht, ob ich dann da weiterkomme, weil dieser gesagt hat, die braucht dann mehr Kraft. Ich dachte, das einfach mal... Nee, sonst falle ich da wieder runter, ne? Deswegen muss ich da erstmal wieder zumachen, weil sonst falle ich da wieder runter. So, machen wir wieder zu. So. Hat funktioniert, dann kann ich da lang. Das ist schon kaputt machen. Ich brauche mehr Kraft. Ja, mehr Kraft ist so ein Ding, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt. Komm nicht überhaupt. Hi, ja. Brauche ich jetzt dieses Gerät oder wie? Oder? Ah, nee. Ja, geil. So, und dann kann ich ja hier wieder hoch, oder? Oder nicht? Doch, normalerweise müsste ich hier wieder hochkommen. Ah, nee, ich kann ja eigentlich klettern, ne? Genau. Genau, dann kann ich das andere Pendel in Bewegung. Dann kann ich ja wieder hier zurück. La 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 la. So, dann kann ich ja hier wieder öffnen. Dann reißt es das. Hallo. Danke dir. Perfekt, dann kann ich hier wieder auch gleich wieder zumachen. Oh, ich liebe sowas, ja. So kleine Rätsel in Spielen. Deswegen liebe ich ja den Tomb Raider Teil. Aber ich mag so Rätsel. Die sind irgendwie... Ich finde die super. Aber ich finde, zu schwer sollten Rätsel auch nicht sein bei Spielen, weil es nimmt immer gerne den Spielspaß dann. Kann ich das Feuer hier ausmachen? Weil ja, du dann teilweise ewig lang da rumhängst und einfach nicht weiter guckst, kimmst. Und du musst ja im Internet nachgucken. Es ist nicht toll. So. Jawoll. Schön. Geschafft. Mantel des Hurakan. Sie nehmen weniger Schaden durch Feuer und Explosionen. Zeit hier zu verschwinden. Na gut, dann
kann ich den ganzen Gras wieder zurückgehen. Genau, genau jetzt hat auch der Wind aufgehört. Haben wir ein Glück, ne, dass es gerade so funktioniert hat mit dem Wind. Wenn wir ein bisschen später gekommen, hätten wir keinen Wind gehabt, um dieses Rätsel zu lösen. Hat ihr nicht gerade gesagt, der Wind weht nicht? Ach, die Dinger sind zugegangen, alle. Ach so, okay, dann nehme ich das zurück. Wozu gibt es diesen Baumstamm? Okay, der Wind geht doch nicht. Ich bin jetzt aber über den Baumstamm gegangen. Ich bin super zufrieden. Hä, was ist da? Komme ich von da? Was ist dann da? Ah ne, da war das versteckt. Von da komme ich. Und... halt, ich habe doch irgendwas freigeschalten, ne? Einen Moment. Bei Inventar. Ne, das war nicht Inventar. Doch, das war Inventar. Das war hier oben bei Kleidung. Nö, ich dachte, dass die irgendwie... da stand doch irgendein Oberteil, haben wir. Ach, egal. Ich hoffe, dass ich mich da nicht... gut. Ich habe immer Angst bei so Lagerfeuern durch The Forest oder so. Da zündest du dich ganz schnell gerne an. So. Oh, Alter. Falsche Taste gedrückt. Muss mir echt eine explizite Taste drücken, damit du die Dinge rausholst und also die Haken, um dich da festzuhalten. Okay, da geht's nicht lang. Ich dachte irgendwie, dass er sich da festhalten kann. Hä? Hä? Hey, das ist doch der Ausgang, oder? Ich denke mir schon, dass ich mich da irgendwie schwingen muss, oder? Aber... dass die beim Ausgang ein Rätsel haben, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Beim Ausgang ein Rätsel. War das der Ausgang? Nee, warte kurz. Hier links. Nee, hier war kein Ausgang. Komme ich da jetzt schon wieder raus? Okay, ich mach's mal ganz einfach. Grab habe ich jetzt gelöst. Das war jetzt ein bisschen cheaten, aber ich bin da auch nicht rausgekommen jetzt. Da war ja so, ich weiß, die waren so weiß markiert oder es sah so aus, als bräuchte ich irgendein Werkzeug, um mich da so hinzuschwingen oder sowas. Ich konnte ja auch nicht mit einem Pfeil oder so hinschießen. Und festgehalten hat sie sich auch nicht, also. I don't know. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. So. Jetzt sind wir aber wieder draußen, alles super. Sie schafft es anscheinend alleine. Dann machen wir jetzt einfach mal die Story weiter ein bisschen.
Tab war ja gleich hier um die Ecke, also hinter mir anscheinend. War das jetzt abgeschlossen? Ja, war abgeschlossen. Sehr schön. Das kann ich ja nicht lesen, das... Händler brauche ich nicht. Soll ich mal gucken, was das ist? Überleben versteckt. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass... Ne, ich mache jetzt erstmal die Story weiter. Lustet mich gerade ein bisschen mehr. Batsch, 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 batsch. Jonah, hier sind Inka-Ruinen, aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Ja, Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut, sag ihr Danke von mir. Ich bin hier. Es ist genug Dank, wenn du nicht... Ich bin gleich da, Lara. Weil er voll überfordert, der Funk gerade. Und außerdem hatten wir das schon. Hey, das sieht von außen viel größer aus. Was hast du gemacht? Jonah, sieh mal. X-Chell und Chuck-Chell. Die Zwillinge werden wieder vereint. Was ist? Lara! Was? Nichts kaputt machen, hat Abby gesagt. Ich mach nichts kaputt. Ich restauriere das Original. Das wollte wohl jemand verstecken. Die Zwillinge werden wieder vereint, bevor sie dem Pfad der Lebenden folgen. Das wurde manipuliert. Genau wie das Ding in Mexiko. Das muss ein Hinweis auf den Tempel des Lebens sein. Geh, ich warte hier. Vielleicht finde ich noch mehr. Klingt gut. Ich habe den Tempel gefunden. Verdammt. Trinity ist schon da und sie sprengen sich den Weg frei. Ich versuche, ihnen zu folgen. Hä, so weit ist der jetzt auch nicht weg, oder? Kann ich überhaupt zurückgehen? Geht das? Also ich gehe gerade nicht mit Absicht, das macht sie. Sag mal. Ich mag nur gucken, ob der Kerl noch da ist. Hallo. Ich warte hier, hat er gesagt. Ne? Ist klar. Ich... Keine Ahnung, warum die da unbedingt gehen muss. Aber wir haben es ja gleich geschafft. So. Ja, du kannst jetzt wieder rennen. Es ist kein Problem. Renn los. So, perfekt. Einmal gucken, ist hier ein Geheimnis? Nö. Drücken Sie, um zu springen, dann drücken Sie, um einzutauchen. Aha. Okay. Ja. Oh, da ist ein Geheimnis. Noch irgendwas, da ist noch was zum Sammeln.
Sammel, sammel, sammeln. Ich will nur sammeln. Ich glaube, jetzt muss ich langsam wieder nach oben. Da. So, im Wasser ist nichts mehr. Gehen wir nochmal hoch hier. Luft schnappen. Das ist eine Pipeline. Ach, das ist hier. Außenposten, Statusbericht. Operation Einsamer Wolf läuft. Trucks unterwegs. Warum auf einmal so hektisch? Dr. Dominguez ist hier in Peru. Ist das Grund genug für dich? Ja, Commander. Tut mir leid, Sir. Das ist Tropical Island. Das ist eine Wasserrutsche da oben. Irgendwie rein. Also da komme ich nicht rein, aber da liegt wieder was. So, dann schwimmen wir mal weiter. Ist jetzt noch kein böses Aal, Wasseraal oder wie auch immer. Nur Fischchen. Aha. Die Drohnen waren unerwartet schwer und scharf, aber das Boot ist okay. Gut, dass du da bist. Wir haben ein Problem. Der Generator schon wieder? Bin dabei. Das sah kurz aus, als hätte uns gesehen gehabt. Wir wollen unter Wasser suchen? Wir sollen überall suchen. Offensichtlich haben wir die ganze Zeit was übersehen. Ja. Okay. Wollen wir uns verlieren? Er geht unter, das ist schon mal gut. Oh, da ist ja was. Herausforderung abgeschlossen. Zentrale hier Dockstation. Operation Einsamer Wolf läuft. Drohnen gestartet. Da ist noch was. Ich weiß, ich bin gerade nur am Sammeln. Aber ich habe immer das Gefühl, das werden wir noch brauchen. Mir gefällt das nicht. Kann ich eigentlich welche auch herlocken mit Pfeifen oder sowas? Ich sehe mich mal um. Feind wieder erfasst. Ich nein, ich wollte eintauchen. Ich bin unterwegs. Oh nein. Ich verstehe jetzt nicht, warum die jetzt animiert sind. Ich schwimme einfach mal ganz weit weg. Alles klar. Okay. Du gehörst mir. Ich bin weg. Du gehörst auch mir. Egal, ob das jemand sieht oder nicht. Weil ich bin dann sowieso wie ein Geist sofort wieder weg. Wo sind die Gegner? Da ist ein Gegner. Okay, das hat nicht funktioniert. Die hat davon alleine Luft geholt. Du gehörst mir. Schau mal da drüben. Seht ihr das? Wunderbar, so will ich das. Ich weiß nicht, ob die da immer auch Luft holt, wenn ich da mal so einen Nahkampfangriff mache. Ob die da. Aber ich glaube schon. Ich
gleich wieder untertauchen, damit er mich nicht sieht. So. Wo ist er denn, der Letzte? Da hinten. Wieso bin ich feige? Ich mache das nur strategisch. Ah. So, ein Fähigkeitspunkt erhalten. Ich glaube, das waren alle hier. Perfekt. Alle nacheinander ausgerottet. Zwar nicht so, wie ich erhofft hatte, weil eigentlich wollte ich es komplett machen, ohne dass sie merken, dass ich da bin. Aber war ja blöd, weil er mich dann sofort erkannt hat. Macht aber nichts, so hat es auch funktioniert. Halt, die Sammelobjekte werden nicht angezeigt, ne? Das ist gemein. Gottes Versprechen gegenüber Noah, er würde diese Welt nie wieder zerstören, kann so gedeutet werden, dass er der Meinung war, die Menschen hätten ihre Lektion gelernt. Aber haben wir das? Eine andere Deutung wäre, dass er der Menschheit selbst die Kraft der Zerstörung gewährt hat. Wir sind verantwortlich für alle lebenden Seelen, die jetzt jedoch verdorben und abgestumpft sind. Es ist 4000 Jahre her, seit die Welt zuletzt echte Reinheit gesehen hat, und wir haben vor, das zu ändern. Wir werden die Architekten einer neuen Welt sein. Wir werden allen den Weg ins Himmelreich ebnen. Wir werden dieser sündigen, verwerflichen Welt ein Ende bereiten. Die Endzeit. Von Trinity geschrieben. Da ist noch ein bisschen Holz, was wir brauchen könnten. Das nehmen wir mit. Das haben wir voll, brauchen wir nicht. Huch. Kleiner Ruckler. Bist du okay? Ja, hier ist eine Trinity-Basis. Hey Jonah, was ist hier passiert? Ich sagte, nichts kaputt machen. Abby, ich kann's erklären. Ich melde mich wieder, Lara. Mach bloß keinen Blödsinn. Wir haben es ja nicht kaputt gemacht. Aber ich sehe schon, da hinten ist noch was zum Sammeln. Die junge Croft ist aktiver und weniger vergeistigt, als es ihr Vater war. Trotz ihrer Intelligenz geht es ihr bei der Suche nach Artefakten nicht so sehr um deren Bedeutung und Geschichte, während sie gleichzeitig deutlich mehr Risikobereitschaft zeigt. Ohne eigene Kinder oder Familie kann sie sich gänzlich auf die Verfolgung ihrer Ziele konzentrieren, wobei ihr Verhalten teilweise an Besessenheit grenzt. Ein Umstand, der sie mitunter impulsiv oder unberechenbar erscheinen lässt. Wir sind dennoch der Überzeugung, dass sie aufgrund ihrer Tatkraft und Persönlichkeit leichter zu beeinflussen sein und eher Ergebnisse liefern wird, wenn man ihr größere Herausforderungen in Aussicht stellt. Sollte sie darüber hinaus Informationen besitzen, die Richard Croft möglicherweise vor Trinity zurückgehalten hat, wäre dies schlicht ein Bonus. Ihre Rekrutierung wird von uns nachdrücklich empfohlen. Ja, das stimmt, ne? Ohne Kinder und ohne Family. Da brauchst du dir keine Gedanken machen. Aber wir haben zwei Fähigkeitspunkte. Trinity jetzt. Ist angespannt. Wenn sie hier sind, dann sind sie vor uns. Das heißt aber, ich bin auf der richtigen Spur. Wenn Dominguez recht hat, muss ich vor ihm bei der Schatulle sein. Wir hatten sogar drei Fähigkeitspunkte. Aber jetzt habe ich nur noch einen, aber den werde ich auch wieder behalten, weil ich gehe mal davon aus, früher gebracht, wieder herzustellen. Dass ich auch hier bleiben werde bei dem Strang. Erhöhte Chancen beim Plündern von Feinden und Tieren Pfeile wieder zu erlangen. Zum Beispiel das da hätte ich gern noch. Das werde ich als nächstes machen, also brauche ich da noch einen Fähigkeitspunkt. Warum ist das jetzt immer noch offen? Habe ich irgendwas Neues? Warnung fangen können. Ja, gut. Da, das da ist, glaube ich. Überlebensinstinkt halten länger. Nachdem Lara sich bewegt auf der Schwierigkeitsstufe 1 mit dem Dschungel, werden Feinde, Ressourcen und Objekte erleuchtet, angezeigt. Ja, mal schauen. Das brauche ich. Ja. Kann ich das? Das kann ich sogar. Schon. Das mache ich. So. Ach, das da unten war neu. Jetzt habe ich es gesehen. Sorry. Das da ist neu.
Das habe ich sogar schon. Reduziert erlittenen Schaden durch Feuer und Explosion. Ach, das war so ein Grab. Jetzt raff ich's. Das haben wir durch dieses Mantel des Hurrikan. Ich dachte, den Mantel, den müssen wir ausrüsten, aber... Nee. Okay. Passt. Wunderbar. Dann mach mal hier. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ja, ja, da bist du wieder voll. Warum legen wir eigentlich alles ab? Weil Commander Rourke den Bereich halten will. Keiner darf rein oder raus. Das weiß ich, du Klugscheißer. Aber warum? Das übersteigt meine Besoldung. Vielleicht kann uns nachher das Aufklärungsteam etwas mehr sagen. Bisschen mit Schlamm eindecken. Damit sie mich nicht so schnell erkennen. Da ist noch was. Doch noch ein Saumwerk. Wurde doch angezeigt. Genau jetzt, ne? Einsatzbericht an Dr. Dominguez. Suchgebiet Matharuni Huyana. 5,816587-59,468158. Beweise für eine Migration der Maya entdeckt. Gebiet stellte sich nach weiteren Untersuchungen als Sackgasse heraus. Durchgeführte Maßnahmen: Überflutung des Ortes durch Umleitung des Flusses, Eliminierung der angeheuerten einheimischen Arbeiter, Vernichtung sämtlicher Hinweise auf unsere Anwesenheit. Sonstiges: Unruhen in einem nahegelegenen Dorf, tödliche Reaktion erforderlich. Gebiet abgeriegelt, Ort überflutet, natürliche Ursache vorgetäuscht. Mediale Verbreitung der Geschichte über den Anstieg südamerikanischer Flüsse infolge des Klimawandels eingeleitet. Okay. Trinity ist eine ganz schöne Kackfirma. Würde ich nicht gern arbeiten. Parvenir, hier ist Commander Rourke. Ist die Abriegelung erfolgt? Es ist fast geschafft. Alle Zugangspunkte und die meisten Barrikaden sind fertig. Fast ist nicht gut genug. Sichert den Bereich sofort und sorgt dafür, dass alles dicht ist. Ja, Sir. Darf ich fragen, Sir, was los ist? Aufklärungsteam ist unterwegs. Rogue out. Komm her. Wir sollten nicht vom Errungenschaft freigeschaltet. Okay? Rambo. Ah, das ist cool. Das ist cool, weil wer die Filme kennt, Rambo, der hat das genau gleich gemacht. Der hat sich auch mit Schlamm eingewuselt und dann so... braunen Matsch gelegt, beziehungsweise so eine Pflanzen. Fauler Bastard! Jetzt muss ich alles machen. Ich habe ein komisches Gefühl. Stellt alles auf den Kopf. Gründlich. Ah, warte. Wir erleiden Verluste! Verstanden. Waffen bereithalten. Wir erleiden Verluste! Bleibt zusammen. Findet sie. Ich weiß jetzt nicht, der war jetzt zwar rot, aber ich normalerweise... Da. Vielleicht da. Scheiße. Wir müssen die Suche ausweiten. Sammeln! Schießt bei Sichtkontakt! Macht euch kampfbereit! Bin unterwegs. Ich sehe sie. Bei allen Göttern. Ja, gut. Ich wollte halt nicht so lange Nahkampfangriff machen, während der Rot angezeigt wird, aber der andere hat mich locker gelassen. Ich glaube... Das waren eh alle, glaube ich. Ja, haben wir eh, finde ich, ganz gut geregelt. Nicht optimal, aber... War okay. Da oben kann man bestimmt irgendwie noch hoch. Wow. Nicht runterfallen. Ah, oh, Mann. Hä, was war da?
Achso, ich kann Flaschen nehmen. Damit kann ich es ein bisschen ablenken. Aber der hat ja auch die ganze Zeit zu mir geguckt. Also ich hatte keine Wahl. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich glaube, hier gibt es nichts zu sammeln. Ich glaube, die haben hier echt eher nur auf Kampf eingelassen. Deswegen kann ich da eigentlich wieder auch weitergehen. Okay, das Gebiet ist abgeriegelt. Jetzt müssen wir auf das Aufklärungsteam warten. Findest du das nicht etwas merkwürdig? Es gab unten ein Problem, aber wir schützen uns gegen eine Bedrohung von oben. Alles wie gewohnt. Falls doch etwas schieflaufen sollte, könnte es fast alles sein. Wir kontrollieren auch den Tempel. Ich weiß nicht. Erst hatten wir Alarmstufe Gelb in einem bekannten Bereich und jetzt haben wir überall Rot. Wir haben auf alles überreagiert, seit dieser Sturm getobt hat. Ich glaube, ich drehe durch. Ah, jetzt sind die wieder alle rot. Die zweite gehen da nicht weg. Verdammt nochmal. Was ist da unten passiert? Wir sichern den Ort. Offensichtlich glaubt jemand an einen Angriff. Durch was? Da unten ist nichts. Sicher? Wir haben etwas gesucht. Vielleicht haben die es gefunden. Das war was anderes. Komm ich da hoch? Ah. Als würde das keiner hören. Ist er zurück? Kinder. Jetzt natürlich, aber jetzt warte ich schnell, bis der wieder kommt. Ein Einsturz, zu tief runtergegangen. Es gibt viele Gründe, warum ein Kontakt abreißt. Das war knapp. Ich habe F gedrückt statt E. Komm her. Das waren gute Männer. Das sind gute Männer. E? Das Aufklärungsteam macht das schon. Halten, um ein Molotow-Cocktail herzustellen. Lol. Okay. Hatte ich jetzt Glück, weil die wollten gerade, glaube ich, suchen gehen. Aber finde ich irgendwie cool, dass sie reagieren, Jonah, dass die Leute Commander auch weg sind. Commander Rook ist hier in Peru. Er hat Trinity befohlen, eine Ausgrabungsstätte unter einer alten Ölquelle abzuriegeln. Willst du es überprüfen? Ja, ich werde nachsehen, was sie gefunden haben. Rook war dabei, als Dominguez in Cozumel den Dolch genommen hat. Sie müssen herausgefunden haben, was der nächste Schritt ist, um die verborgene Stadt zu finden. So. Kann ich die... Eigentlich... Ach, ich kann die durchsuchen. Wusste ich gar nicht. Ich glaube, wenn ich lautlos Kills mache, dann habe ich die automatisch durchsucht, ne? So. Hier ist sonst nichts. Kein Sammelobjekt eventuell. Was ist da? Da komme ich nicht weiter, ne? Ne, da komme ich nicht weiter. Ja, dann geht's da lang. Öffne dich, meine Tür. So. Abseilen. Mach mal. So. Hier hat ein Blutbad stattgefunden. Was ist passiert? Stimmt, irgendein Tier. Ein Blutbad, nur weil da eine Leiche liegt. Da ist noch ein bisschen Berggut. Ah ne, da liegt noch eine zweite Leiche. Da liegt ein Sammelobjekt, das kennen wir uns noch. An Dr. Dominguez. Möglichen Zugangspunkt zum Tempel außerhalb von Kuwakyaku entdeckt. Ausgrabungsequipment ist unterwegs. Okay. Da ist noch was zum Sammeln. Ach
so, das war nur so eine Karte, die ich jetzt... Wie schaut's aus eigentlich? Huch. Die Steuerung der Map, die ist so merkwürdig. Hä? Ach so, das ist das Dorf. Ja, okay, gut. Da haben wir ja nicht so viel gesammelt. Ne? Wandgemälde, da haben wir noch Relikt und so. Das können wir ja da noch alles nachholen. Das ist kein Problem. Das haben wir, das Grab. Hier haben wir nichts vergessen, soweit ich das sehe. Das haben wir gesammelt, das haben wir gesammelt. Das haben wir mitgenommen. Hier haben wir auch schon gesammelt. Da ist noch eins dann, ne? Da ist ja dann noch was. Nachdem ich das mitgenommen habe. Dann gehen wir dann mal weiter. Der Blutspur entlang. Wir folgen jetzt wirklich eigentlich der Blutspur, ne? Und das sieht irgendwie nicht nach Tier aus. Also sowas kann doch eigentlich kein Tier machen. Mir schon ein bisschen Sorgen, da jetzt reinzugehen. Aua. Diesmal nicht. Halt. Nee. Oder? Nee, ist keine Kiste. Ich dachte, das ist eine Kiste zum Einsammeln. Entschuldigung, mein Fehler. Geil. Schön. Jonah, ich bin jetzt im Tempel. Ich glaube, wir haben hier auch was. Einige Zahlen. Ich überprüfe das. Was? Zahlen? Okay. Was brennt da eigentlich? Wieso brennt hier eigentlich dauerhaft alles? Brennt es immer? Pfad der Lebenden. Okay, das ist da hinten. Also da komme ich noch hin. Die Zahlen auf den Säulen scheinen Anfänge von Daten zu sein. X-Chell ist links, Chuck-Chell ist rechts. Toll, das sagt mir jetzt viel. Danke dafür. Ich brauche passende Symbole. Danke für nichts. Kann ich da einfach weitergehen? Oder sterbe ich da instant? Ich glaube, dass ich da sofort sterbe, ne? Ah. Nee, das sind Schlangen, meine Guten. Besten Freunde von Ragnar Lodbrok. So. Die Zahlen auf den Säulen scheinen Anfänge von Daten zu sein. X-Chell ist links, Chuck-Chell ist rechts. Schön, ich verstehe ja nicht mal, was sie da sagt. X-Chell ist rechts und Chuck-Chell ist links. Hä? Soll ich da immer mal was drehen? So, ja gut. Kann ich da auch was machen? Ja, das war ja simpel, ne? Vor allem, ich kann jetzt auch nicht mehr interagieren, also gehe ich mal davon aus, dass es richtig ist. Wenn ich da jetzt rüber... Geht es auf? Das sieht so modern aus. Ja, dann öffne ich da hinten mal noch. Oh, es gab anscheinend mal einen ordentlichen Ruckler, sehe ich gerade, weil da hat mal Frames übersprungen. Ich weiß leider nicht wo.
ich hier eigentlich irgendwas machen? Nee, ist also auch nur offen, so dass ich da hinsehen kann. Ganz ruhig jetzt. So. Hä, warum sind jetzt plötzlich drei? Da waren doch vorher zwei. Achso, ach, das ist da eine Säule, die kommt hoch. Okay, jetzt pass auf. Das, das und jetzt brauchen wir drei. Also in die Richtung. Ja. Okay. Okay, jetzt habe ich einmal rumgedreht. Ich glaube, ich bleibe einfach hier. So. Und da kommt... Hä, da steht ja was ganz anderes. What? Drei, das... Ah, nee, stimmt gar nicht. Nochmal das da. Gibt es das überhaupt? Ja, da. Ja, ne? Jetzt habe ich genau das eigentlich, was hier ist. Drei Punkte, ein Strich und die zweimal diesen Ehering. Drei Punkte, ein Strich, zweimal den Ehering. Vier Punkte, ein Strich, ein Punkt und drei Punkte. Zum genau das, was da steht. Nur da haben wir anscheinend... Da haben wir vier Punkte. Ein Punkt. Und nichts. Da fehlt es dann nichts. Die Symbole müssen passen. Ach! Das nenne ich einen hilfreichen Tipp. Geil. Sind es drei Punkte? Wenn die Striche sind, dann nicht. Also das sind echt nur die Punkte. Also ich bin fast sicher, dass es das da ist. Hier könnte er... Da ist noch so ein Strich. Das ist schon richtig. Kann ich da vielleicht einfach mal drücken? Oh mein Gott. Kann es sein, dass der Boden sich schon geöffnet hat, als ich das gemacht hatte? Lul. Noch eine Tür? Das kann nicht alles sein. Verdammt, das war so klar. Ah, la 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 la. Zu knapp. Gut, ne? Dann haben wir die drei, dann haben wir... Ja, eigentlich ist da nichts, ne? Gibt es da ein Nichts? Nö, ein Nichts gibt es da nicht. Scheiße. Hehe. Und nun? Aber hier gibt es was, oder? Also hier ist ganz sicher nochmal dieses... Machen wir in diese Richtung. Das da. Ganz sicher das da. Genau. Und dann... Ein Strich. Ein Strich. Drehen, 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 drehen. So, das muss stimmen. Hey Jonah, geht's voran? Ein unvollständiges Datum und eine Darstellung von Chuck Chell. Ich habe hier zwei Daten und X-Chell. Das linke Datum kenne ich irgendwoher.
Das Foto aus Cozumel. Vielleicht ist da ein Hinweis. Ist es da? Da ist nicht. Warum wird das Feuer jetzt so hell? Bei beiden nichts. Und da ist auch bei beiden. Nichts. Geil. Das Foto aus Cozumel. Vielleicht ist da ein Hinweis. Ich sollte mir meine Fotos ansehen. Ein Foto? In der langen Zählung der Maya besteht jedes Datum aus 5 Zahlen. Diese Zahl wurde beschädigt und sieht wie eine 13 aus, ist aber in Wahrheit eine 8. Das macht einen Unterschied von 2000 Jahren und vollkommen andere Positionen der Sternbilder aus. Der Sternweg führt also nach Westen, zu irgendeinem Ort in Peru. Untersuchen? Untersuchen? Die letzte Zahl auf der linken Säule ist eine 0. Der letzte Zahl auf der linken Säule ist eine 0. Also 3 Punkte und ein Strich. Auf die letzte Zahl auf der linken Säule müsste eine 0 sein. Ja, was ist eine 0, ne? Ist das eine 0? Ist das die 0? Okay, Jonah. Was ist die letzte Zahl für Chuck Chell? Waagerechte Linie mit 2 Punkten darüber. 7, oder? Danke. Waagerechte Linie mit 2 Punkten drüber. Das da. Ich glaube, das Geräusch, das sagt eigentlich doch alles aus, oder? Jawohl. Das war's. Da ist was, da ist auch was. Was ich mir angucken kann. Kann ich wieder ein bisschen Sprache lernen? Bei Bubble? Ein Fertigkeitspunkt erhalten? 100%. Göttin des Selbstmords. Eine Darstellung. Selbstmord galt bei den Maya nicht als Frevel, sondern als ehrenhafter Weg, aus dem Leben zu scheiden. Indem jemand Selbstmord beging, konnte er somit die Unterwelt umgehen und direkt ins Paradies kommen. Genau wie andere, die einen ehrenvollen Tod gefunden hatten. Geopferte, so wie in der Schlacht, bei der Geburt eines Kindes oder beim Ballspiel Verstorbene. Begleitet wurde der Selbstmörder auf seinem Weg ins Paradies von dieser Göttin, Ixtab, die auch Seilfrau genannt wurde. Sie war die Göttin des Selbstmords, insbesondere durch Erhängen, und manifestierte sich als verwesender Leichnam mit einer Schlinge um den Kopf. Also, okay, ja, schön. Wenn das ihr Glaube ist, dass man Selbstmord begeht, dass das gut ist und man direkt ins Paradies kommt, okay. Klar, verstehe ich auch durch Geopferte oder bei der Schlacht oder bei der Geburt eines Kindes, dass man da auch, aber beim Ballspiel verstorben? Wie soll ich das verstehen? Wie kann man beim Ballspielen sterben? Vor allem welches Ballspiel? Jonah. Hey Lara, hier Abby. Oh, hey Abby. Hier ist eine Wandmalerei. Es stellt offenbar etwas wie eine Reise dar. Dem Zugang durch ein Jaguarmaul folgt eine Schlange in Richtung des Silberauges. Aha. Unterwegs ist eine Spinne und ein Adler steigt zu einem Tempel auf. Okay, das meiste davon sagt mir nichts, aber ich weiß, wo das Jaguarmaul ist. Wirklich? Ja, Katzenskulptur, große Zähne. Oh, er ist zurück. Lara, bist du okay? Ja, ich gehe zurück. Gut. Das ist der Weg zur verborgenen Stadt. Entschuldigung. Wie es scheint, werden hier verschiedene Prüfungen beschrieben. Der Zugang erfolgt durch das Maul eines Jaguars. Dann sind da noch eine Spinne und ein Vogel, der zu einem Tempel aufsteigt, der wiederum zu einer Schlange mit einem silbernen Auge führt. Das hier wird dir gefallen. Das beschreibt etwas in der Nähe. Zwei Wächter haben Fänge, zwei Wächter haben Füße. Ein Wächter hat beides
um mich besser zu beschützen. Tab, wa? Oh, jetzt habe ich da irgendwas verpasst, ne? Nee, das ist sogar hier. Das muss hier in dem Raum sein. Ach da, lol. Balams ist das Maya-Wort für Jaguare, die Maya wegen ihrer majestätischen Schönheit und gefährlichen Anmut verehrten. In den Dörfern der Maya gab es 4 Akantuns, Götzen, die in jeweils einer Ecke des Dorfes aufgestellt wurden. Nachts kamen 5 Geisterjaguare in das Dorf, wobei 4 von ihnen an den Akantuns Wache hielten. Der 5. und kleinste Balam wiederum koordinierte ihre Bemühungen, das Dorf vor bösen Dämonen und Geistern zu beschützen. Nice. Also Jaguar ist ja wirklich hübsch und auch, also die bewundere ich auch allgemein, so Raubkatzen, die sind diese, also ich bin ja Katzenfan, ich habe ja auch eine eigene Katze. Aber Raubkatzen dann auch noch so richtig, also solche großen wie Löwen, Leoparde, Geparden, Jaguare, die sind einfach Wahnsinn. Die sehen so edel aus, bewegen sich, als wären sie die größten Götter überhaupt. Hammer. Also das habe ich schon. Habe ich hier was vergessen? Sieht nicht so aus. Ich mach mal weiter. Eigentlich will ich beenden die Folge, aber ist gerade so spannend. Interessant. Passiert nichts. Tja, ne? Doch, Krallen des Adlers. Benutzen Sie einen Seilpfeil von Ästen aus, um Feinde zu töten und aufzuknüpfen. Alles klar. Wieso lerne ich das eigentlich jetzt? Was ist denn da hinten? Das sieht nicht so aus, als ich das. Also, das sieht so aus, als könnte ich da rein. Oh Mann, jetzt habe ich keinen coolen Sprung gemacht. Ja, na gut, dann tauchen wir nochmal. Ja, toll. Das sind gefährliche Raupen, die angreifen, sobald die Lara entdeckt. Ja, das ist super. Wie komme ich da jetzt durch? Hä, hey, was habe ich denn da? Habe ich das nicht mitgenommen? Wieso ist das nicht gerade hinterlegt? Doch, das habe ich mitgenommen. Sicher habe ich das. Das war die eine Säule da. Nee, ich mag nur mal hoch. Ach, ich kann mich unter Wasser verstecken. Ach du Scheiße. Das wird nicht mein Talent. Das sage ich euch gleich. Das wird echt nicht mein Talent. La 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 la. Also hier kann ich weiter. Ach, hier kann ich Luft holen. Nicht gut. Was sind Piranhas? Scheiße. Ah, au, au, ah. Ah, okay, ich sagte ja, das wird nicht mein Talent sein. Ah, scheiße, da war ja nichts mehr zu verstecken. Was soll ich denn da machen? Komm, jetzt holen wir noch mal in die Luft. Achso, nein, 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 nein. Ach, sorry. Ah, wenn der E steht und ich drücke natürlich sofort E. Nee, hier scheiße ich auf Sammeln, ehrlich. Nee, da kack drauf. Braucht kein Mensch. Das sind normale Fische. Da ist ja was. Da ist ein Luftloch. Boah.
Ja. Also die Truhe, die nehme ich schon mit. Truhen erhalten seltene und alte Artefakte. Kann ich nicht öffnen? Ah, nee. Ehrlich, fehlende Ausrüstung. Also ich mag da, also da will ich jetzt echt nicht zurück. Wie soll ich denn da zurückkommen? War ja nicht mal irgendwas in der Nähe. Ich hole nochmal Luft. Runter mit dir. Oh Gott, das kann ich mitnehmen, da schwimme ich eh vorbei. Das bin ich jetzt eh voll. Scheiße. Achso, ich kann doch schnell schwimmen. Was für eine Kacke, das heißt, ich komme hier auch gar nicht. Hier kann ich lang. Toll, danke für nichts, Alter. Jetzt. Ah, da hinten ist ein Luftloch. So. Das gönne ich mir noch. Aber ich will hier eigentlich noch raus aus dem Wasser. Oh, die Piranhas. Schnell da runter, bevor sie mich sehen. So. Nein, da ist ein Luftloch. Ich muss erstmal ein bisschen... Ja, ich merk's schon, ich merk's schon. Ich bin schon da, ich bin schon da, ich bin schon da. Ich mag aber da jetzt nochmal runter. Ich mag mal gucken, ist da irgendwas Wertvolles außer das da? Das habe ich ja eh voll, dachte ich. Ist hier nichts? Gar nichts? Doch, da ist was, aber gut. Deswegen, dem wäre ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht dahin geschwommen oder getaucht, aber gut, naja, ne? Man kann es ja nicht wissen, ne? Hä, wieso will ich jetzt schon wieder leben? Du hast aber schon mal länger getaucht. Ich muss die Folge wieder beenden, echt. Das dauert gerade viel zu lang. Da komme ich hoch. Immer noch nicht. Boah. Das war knapp. Ich dachte die ganze Zeit, dass wir schon oben sind. Das habe ich ja schon voll, ne? Brauche ich jetzt nicht sammeln. Wo sind wir denn? Sonst jemand geschafft? Kann ich mich hier irgendwo mit Matsch einzudeln? Basislager? Hier Omikron-Team. Wir wurden angegriffen. Basislager, komm! Irgendwas? Ruhe, ich muss was hören. F, ja, okay. Gut, dann. Wenn Sie überhalten, Sie F. Ich kann noch... Oh Gott, Sie sind hier! Wo bist du? Tja. Wovor haben die so viel Angst? Vor dir, Lara, vor dir. Aber ich muss hier echt jetzt wieder... Ich weiß, es ist kein Lagerfeuer da, aber ich bedanke mich trotzdem mal fürs Zugucken. Wahrscheinlich dann in der nächsten Folge finde ich als allererstes ein Lagerfeuer. Aber bis dahin, tschüss und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.